Das wollte ich nicht so unbedingt. Nein, ich wollte den Ring da oben haben. Aber er hat nicht schräg geschlagen, verdammt. Ja, auch eine Stage, die ich sehr geliebt habe. Nicht. Kacke. Ja, und es gibt halt hier sehr, sehr viele Punkte zu farmen, weil, also halt, ne, in Form von Geldsäcken und sowas. Weil wegen Schatzkammer. Ja. Der ist mit Absicht so eingefügt. Okay. Ja, spring mir hier oben entgegen, weißt du? Auch so ein bisschen wie die Hautkrebs. Jetzt ist mal langsam echt gut. Alter. Pennersäcke. Na, ja, das kann ja lustig werden. Dass hier so weitergeht. Ich meine, gut, im Endeffekt ist es wie bei Dark Souls, lerne die Stage. Na, ja, aber trotzdem. Erstmal die Stage lernen. Besonders wenn du weißt, dass es ätzend ist und dann keinen Bock hast, sie zu lernen. So war. Oder nicht. Oder doch. Oder vielleicht. Oder eventuell. Ich habe keine Ahnung. Schade. Nein. Ja, okay. Ich dachte, ich würde es mit der Kette irgendwie anders regeln können. Kann ich aber nicht. So. Jetzt aber. Alter! Ich erwische ja kaum die Plattform, weißt du, und dann kommt sie halt nicht voran. Es ist ein Traum. Es ist einfach wow. Nee, es ist nicht WoW. Ja, aber du weißt, was ich meine. So, und jetzt wieder mit 2 HP hier irgendwie vorangehen und beim nächsten Skelett erstmal tot. Da kommt Feuer auf. Nachher lohnt sich das überhaupt gar nicht, sowieso da oben auf die eine Plattform zu kommen. Ah. Bitte sag mir, dass wir hier was zu essen haben. Nein, haben wir nicht. Kein Gammelfleisch aus der Wand. So, jetzt aber. Nein! Ah! So war es natürlich nicht gewollt. Wer hätte es gedacht? Oh Gott. Natürlich kommt hier auch wieder Skelett an und Fledermaus. Weil Fledermäuse sowieso die besten Gegner sind. In jedem Castlevania. Fast wie die Schwalben aus Ninja Gaiden. Oh Gott. So weit, so ätzend. Und es ist noch nicht vorbei. So. Nein! Ah, verdammt! Wollte ich da oben rüber. Da gab es, glaube ich, hier genau ein Kreuz. Kann ich knicken jetzt? Geh weg. Elendiges Mistding. Weg, 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 weg. Oh Gott. Okay. Oh, zum Glück eine Keule. Oh, Gott sei Dank. Oh, da, 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 da. Einfach mal das Mistding hier erledigen von hinten. Er hat von hinten gesagt. Oh.
Was haben wir hier? Feines Herzen wahrscheinlich, ne? Jo. Nix zu essen. Kerze mit Gold. Ja, wuppdidu. Nein. Ich habe echt so ein Problem, hier manchmal mehrere Ketten hintereinander zu erwischen, ne? Oder halt überhaupt schräg zu schlagen. So. So, da hinten gab es, meine ich, nichts Besonderes. Auch wenn es ein bisschen so aussieht, als wäre da irgendwie ein Secret. Aber ich meine, da ist nichts. Nee. Nur halt der Sarg, der unbedingt auf mich zulaufen möchte. So, hier haben wir ein bisschen Zeitdruck, weil hier müssen wir so ein bisschen aufpassen, dass wir zwischen dem Herunterfallen der ganzen Steine dann irgendwie noch das Ziel erreichen, weil sonst diese Säule hier zu hoch wird, dass man da nicht mehr rüberspringt. True Story. Das sind übrigens auch Löcher, die einen hier ein bisschen einsaugen wollen. Das ist total toll. Dann kommen wir jetzt aber auch zu einem Secret hin. Wenn man mich lässt. Dann hier. Ah. Ist dann oben in dem Loch ein Secret. Da wollen wir hin. Wenn man mich lässt. So. Einfach mal hier rein. So. Hier können wir uns einmal wieder hochheilen. Ein paar Herzen ergattern. Ich glaube auch irgendwo kriegen wir ein Kreuz. Wir dürfen uns jetzt nicht von das Loch, von dem anderen Loch da einsaugen lassen, weil wegen ja, dann kommen wir halt gleich wieder raus. Das wollen wir noch nicht. So. Dann haben wir hier einen Dolch und, ja gut, die Energie wäre eigentlich interessant. Da kommen wir nicht ran. Da traue ich mich gar nicht erst rumzuspringen. In den Wänden gibt es ja nichts. So. Da. Und natürlich haben wir wieder das beste Bone Dragon Gedöns Dingens Platzierung ever. So. Den Sarg können wir auch Sarg sein lassen. Brauche ich nicht. Wenn ich irgendwas brauche, dann nicht den. Ach ja, hier haben wir wieder so eine Vertical Stage. Ähnlich wie in der Kanalisation. Also jedes Mal, wenn ich nach oben komme, wenn wir wieder runtergehen wollen, sterbe ich. Instant. Immer wieder super. So. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Moment. Wenn ich mich nicht irre, war rechts irgendwie ätzend. Doch, da. Da werde ich noch weiterkommen. Aber irgendwas war da ätzend. Ich weiß es noch nicht mehr. Nein, verdammt. Ja, und der droppt natürlich auch jede Menge Geld, wuppdidu. Mein Gut würde uns halt Lebensenergie geben, eventuell. Hier ist auch so ein gefährlicher Sprung. Weil wenn wir hier dann nämlich verkehrt springen, dann fallen wir halt runter. Oder verkehrt von abspringen, besser gesagt. Muss ja auch nicht sein. So, hier können wir den zumindest von unten erledigen. Das Skelett ist weniger ein Problem. So. Wir haben auch genug Energie, dass wir das dafür mal verwenden können. So. Ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Ja. Oh Gott. Und Goldskelette mit einer Peitsche. Und was zum Heilen. Das ist schön. Energie ist mir jetzt tatsächlich egal, weil wir haben 99. Vielen Dank dafür an den Secret-Raum. Das war, glaube ich, auch der letzte Secret-Raum. Es gibt noch einen Secret, aber da kommen wir erst später zu. Und hier kommen wir zum nächsten Boss. Yay! Nämlich
Eine Goldfledermaus. Hey. Wuppdidu-di-du. Hey, ich habe nichts anderes gewünscht als eine Goldfledermaus. Hey. Okay. Ja, er fliegt mich auch noch an. Super. Ja, mach mir nochmal Schaden. Und ich krieg ein Kind. Gefühlt. Genau. Jetzt teilt die sich auf in drei kleine Fledermäuse. Was nicht weniger ätzend ist. Und die lassen einfach mal irgendwelche Goldmünzen fallen. Muss auch nicht sein. Oh Gott. Oh Gott. So, eine weg. Müssen die nur noch ein bisschen erledigen. Wir haben es gleich. Wir können das schaffen. Oh Gott, endlich raus aus der Stage. Endlich. Yay! Halleluja. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Was ist das? It's a trap. Puh. Yay! So, und jetzt fangen die an, aus welchem Grund auch immer, die Stages nicht mehr mit Zahlen zu benennen, und sondern mit Buchstaben. Und ihr hört die Musik, ne? Die Musik ist großartig. Da bekomme ich gleich Gänsehaut. Wir sind im Clock Tower, Ladies and Gentlemen. Ein ätzender Ort in jedem Castlevania. Ach, die Musik. Bei der Musik kann ich der Stage einfach nicht böse sein. Aber ich kann dennoch runterfallen. Ich liebe diese Musik, ne? Ist halt aus den anderen Castlevania. Upti-du, ich bin jetzt schon gestorben, das kann nur super werden. Clock Tower halt, da kann man schon mal sterben. Ja, es liegt halt auch an der Plattform des komischen Rades. Man kann da halt nicht zu weit rechts gehen, das geht nicht. Dann fällt es halt sofort runter. Genauso wie hier. Es ist halt Clock Tower. Viel üben muss ich hier. Viel üben, er gesagt hat. Na, siehst du? Das ist ja. Kannst du nicht zu weit gehen, dann bist du sofort irgendwo anders. Es wird noch lustig hier. Da können wir gar nicht richtig die Musik genießen. Ich komme da nicht rüber, verdammte Axt. Das gibt's ja nicht. Und du musst dich da irgendwie von den einzelnen Zähnen des Zahnrades irgendwie da rübernehmen. Ich weiß es nicht. Kann sein. Ich weiß es nicht. Nein, ich... Oh, ja. Nö. Also einfach nur... Nö. Oh Gott. Ich habe schon gesagt, dass die Stages jetzt schwieriger werden. Na gut, wir kommen ja auch, ne, dem Spielende einigermaßen entgegen. Oh Gott, wir haben es geschafft. Praise the Sun. Ach ja, die Musik, ne? Großartig, großartig. Einer der besten Spiele-Soundtracks neben Mega Man. Und Sonic natürlich. Was mit Mario? Ach, scheiß auf Mario. Das kommt nicht an diese Epicness ran. Ja? Ist so. Gleich erledigen, bevor es ätzend wird. Wenn ich mich nicht irre, kommen gleich auch noch irgendwelche Zahnräder runtergefallen. Die fangen an, so ähnlich, so ätzend zu bouncen. Also abzuprallen vom Boden.